Und sind schon wieder da. So, hier ist quasi Ablegepunkt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ah. Ach, alter Seemann, vergiss das doch nicht, wa? Den nimm mal mit. Und ich wäre ja dafür, dass wir hier mal eben so fix einen Leuchtturm bauen oder so. Was haltet ihr davon? Ich meine, wir müssen ja irgendwie wieder heimfinden, ne? Hier so, genau, dann kann ich dann gleich ins Wasser springen. So, das sollte ja erstmal reichen, ne? Ein Mini-Leuchtturm sozusagen, ne? Ich bin mal so frei. Und mach da mal so, keine Ahnung, so habe ich es auch noch nie gebaut, aber ist ja völlig schnurzpiep egal. So, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Ja, auf in die weite Welt. Kolumbus-mäßig. Blicken wir nochmal zurück. Tschö, Mädels. Oh, hier. Guck mal hier. Spritzt das Wasser hier. Außenbordmotor. Irgendwo. Ne, das ist ein Innenbordmotor. Den sieht man nicht. Ring-ding-ding-ding-ding. Das Wasser ist hier geil. Guck mal. Achso, ich kann nicht mich umgucken beim Fahren. Sonst fahre ich in verschiedene Richtungen. Wir wissen also noch nicht, wo wir hinkommen. Früher hat man ja einfach gesagt, die Welt ist eine Scheibe. Das heißt, hier vorne, wo das Wasser. Ist plötzlich einfach alles zu Ende hier vorne am Horizont. Ihr seht ja hier schon, hier endet der Untergrund. Oh, scheiße. Und da fallen wir dann einfach runter. Ne? Oh, wir sehen nichts mehr vorne, wir sehen nichts mehr hinten. Ich sollte vielleicht einfach mal den Kompass in die Hand nehmen. Das soll ja bei der Seefahrt auch geholfen haben. Oh, Land! Ich kack ab! Wir sind schon wieder da. Da sind wir dabei. Ja, gut, ich sehe lauter Creeper und Scheiß. Oh, im Boot kann ich mich nicht wehren. Oh, ich sollte definitiv mal Land anstreben. Ohne dass mein Boot vielleicht zu Bruche geht. Warum habe ich es eigentlich eingesammelt? Ich dachte noch, soll nicht zu Bruch gehen und sammel's ein. Mann, was ein Vollpfosten ich manchmal bin. So, was haben wir denn hier? Wir legen uns fix mal so ein Steak hier rein, falls mal eng wird. So, jetzt wollen wir doch mal gucken, wo wir hier gelandet sind. Spinne. Das sieht auch nicht so groß aus. Irgendwie ist das nur so eine Insel oder was? Hi, Baby! Ich komme von der anderen Land. Aua, sei doch nicht so unfreundlich. Also die Gastfreundschaft lässt hier ein bisschen zu wünschen übrig. Sind Sie die Empfangsdame? Sie sind ja oben ohne. Ih, gehen Sie mal weg. Das oben ohne sah aus wie 80 Jahre oben ohne. Na, ich meine natürlich, der war irgendwie ein bisschen, ne? Da tapst was. Kommen Sie raus? Was nun Schaf? Lalalala. Oh, hier sind ja viele Schafe. Wozu haben wir ein Bett mitgenommen? Ja, hallo, holala, wer sind Sie denn? Der Türsteher. Ich will nicht in die Disco. Ich bin noch viel zu jung. Also gut, dann schauen wir einfach mal, was hier los ist. Liebe Damen und Herren, willkommen auf Social Island. Wir haben hier jede Menge Sozialhilfeempfänger. Hartz-IV-Empfänger, sonstige Arbeitslose und Einheimische. Pass! Polalilaling. Jo mei. Ja, in jedem Fall haben wir hier. Da kommt schon wieder so einer. Kuckuck, Kuckuck. Pathfinding. Pathfinding KI. Tiddling. Die Sonne geht schon wieder auf am Horizont. Ja gut, wir haben auf jeden Fall ein Island gefunden. Ein Irland, ein Island oder was auch immer das sein soll. Was wollte ich eigentlich suchen? Ach, ein Dorf, genau. Hier waren wir auf jeden Fall definitely noch nett. Oh, Lafitte. Da geht die Sonne auf. Spannend. Die Bäume sind noch alle ganz klein. Das daran liegt, dass er das jetzt gerade erst berechnet hat. Da komme ich ja kaum durch teilweise. Oh, hello, sir. May you listen to me? I have just a fucking question. Can you tell me where the next village is located? Hallo.
Also wisst ihr, Jungs, ihr könnt mir auch mal auf Arsch lecken gehen, wenn ihr mir die ganze Zeit auf die Fresse hauen wollt. Die Akro-Typen, was ist das hier? Akro-Berlin oder was? Geh weg, versteck mich. Aber lustig ist ja hier, schön ist ja hier. Jede Menge Wald, alles ist cool. Bis auf die Einheimischen natürlich. Renn einfach mal vorbei. Tu mal so, als hätten wir den gar nicht gesehen. Lalalala. Pfeil schnell jagte er übers Gebiet und stürzte sich sofort auf ein Opfer. Okay. Oh, was ist denn hier los? Brauchen wir Schafe? Nee, ne? Aber macht ja nichts. So. Sticks! Actioncraft, yeah, yeah! Ich bin der Metzger vom Land. Wo rennst du hin? Das gab's ja noch nie. Hallo Schafe, also nicht, dass ihr das jetzt persönlich nehmt oder so, ne? Ist alles cool. Was macht man denn? Was macht man denn? Was macht man denn hier? Ach, ist das idyllisch hier runter von meinem Baum. Ja, crazy alles, aber Village haben wir noch keins gesehen, ne? Hoppla. Ach, auf den ganzen Stress muss ich erstmal was essen. Oh, einer geht noch. Ja, was machen wir da? Überlängen-Videos machen wir auf jeden Fall. Ding, ding, ding. Ich glaube auch nicht, dass hier noch ein Village kommt irgendwie. Ich bin da ein bisschen... Upsala. Ich sehe mich schon wieder in irgendeine Schlucht fallen. War das der Befehl für Regen oder was? Sprachsteuerung oder wie? Jetzt hör doch mal auf, ey, jetzt... Ist aber Ambach hier, du. Ich will keinen Regen. Mann, was für eine Grütze. Das sieht ja nach Schlucht aus. Wollen wir uns mal irgendwo unterstellen? Da unten geht auch eine Schlucht oder so irgendwas rein. Oh, ist ja riesig. Danke fürs Gespräch. Kommen jetzt wieder ein Monster, ist wieder zu dunkel. Ach komm, wir machen mal einen kurzen Exkurs. Splack. Na super, das Empfangskomitee ist auch schon da. Guten Tag. Wir suchen eine günstige Mietwohnung. Für eine Nacht. Ein Motel. Bevor Sie fragen, nein. Ich habe niemanden abgeschleckt und ich suche auch keinen Nutten. Ich wollte nur übernachten. So. Lalalala. Hab ich zufällig Eisen gefunden? Das ist ja ein Ding. Oh, wohnen Sie zufällig hier? Sind Sie der Hauseigentümer? Au! Ach, Sie sind nur das, das Hauskakalarium. Was ist da oben? Huh. Ist ja hässlich. Kommt da was runtergefallen vielleicht? Hallo? Das werden wir kurz herausfinden müssen. Och, da schau her, welch Kohlevorrat mich hier anlacht. Huh. Kohle, kann man ja nie genug haben, ihr wisst ja, ne? Welcome to Minecraft. Hoppla. Flupp. Ach, hier führt's wieder 1000 Gänge. Gerade gestern bin ich auf dem Server. Ich weiß nicht, 2 Stunden oder so habe ich gebuddelt. Spawner gefunden und jeden Scheiß. Kleine XP-Maschine gebaut und ach. Hör mir auf. Die Welt von Minecraft ist doch sowieso irgendwie... 50% unterirdisch. So. Wo sind wir denn hier daheim? Hm? China ist. Hoppla, Ruggle! Oh, ja, das sind ja die Kollegen aus der Nachbarschaft. Also aus Landenheim. Die sind mir gar nicht so. Die sind mir so aggressiv. Um nicht zu sagen explosiv. War das jetzt gemein? Mit dem Asylantenheim und so? Asyl, Asyl? Nee, ne? Dann können die auch nichts für. Die sind doch meistens so aggressiv. Kann ich auch nichts für. Habe ich mir nicht ausgedacht. Aus eigener Erfahrung ist das. Ja gut, dann schreddern wir noch ein bisschen Kohle weg. Bevor wir hier ganz umsonst waren. Da war ja vorne noch so eine Abzweigung. So, dann haben wir wieder mal genug Kohle. Falls wir wieder mal Fackeln produzieren müssen. So, hier waren wir gewesen, genau. Hör doch mal auf, geh mal wieder da runter, ich will dich nicht. Wie jetzt?
vorne, hinten. Jetzt ist aber duales System Deutschland, was? Ich habe mich gar nicht eingeladen. Sag mal, ist da draußen dunkel? Nö, ist taghell, alles klar. Lalalala. Das knurrt mich an. Versteck mich. Alter. Geh mal fort, ey. Was ist denn da unten los? Ich komm mal gleich mal runter da, ey. Gibt's hier keine Handgranaten? Das wird jetzt eine super Action für eine Handgranate hier. Wisst ihr was? Ich esse jetzt was. Wenn der Typ jetzt hier hochkommt, habe ich natürlich ein Problem. Ach nee, der kann da gar nicht hochkommen. So macht man das. Achtung. Komm, explodier, Creeper. Das ist ja so rotzeblöde. Jetzt komme ich doch mal da runter. Da steht noch einer. Krass, ich glaube, du kannst von hinten attackieren hier, so Falle und so, ne? Arsch gekniffen, wa? Hm. Hier gab's jetzt auch nichts Spannendes, außer schon wieder Kohle. Ach, kein Bock schon wieder Kohle zu farmen. Reicht mir langsam hier mit euch, Kohle farmen und so. All I need is love. Und ich brauche hier love und nicht Monster und nicht Kohle und so. Sackgasse. Das braucht auch kein Mensch. Ruckel, 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 9 Frames. Gut, dann würde ich sagen, wasten wir hier nicht so unsere, Wo kommt der denn her? Das war ein Stinger-Pfeil. Oh, Sie könnten mal hier die Erde wegmachen. Entschuldigen Sie mal. Können Sie mal die weggraben? Danke! Oh, da ist auch nichts. Hätte ja sein können. Ja, man muss das ja alles zu seinem Vorteil nutzen, ne? Nichts los hier. Ach, hier ist ja spannend. Hier will ich mal hin. Hallo? Is anybody at home now? I'm quite looking for... Oh, oh. Jedenfalls... Oh, hallo. Jedenfalls not looking for a skelet. Oh, cool. Das war sehr praktisch. Ja. Oh, wieso kann er sich rumdrehen und schießen? Wenn wir in Dungeons and Dragons wären, würde ich jetzt sagen, schnelle Waffenbereitschaft. Oh, goldig hier. Hier knurrt's überall. Ich hab ein bisschen Angst. Gold können wir auch gebrauchen. 2. Hm, das reißt ja. Mein Inf ist voll. Hör da auf jetzt, oder? Lalalalalala. Wir sind ja wieder völlig ab des Weges. On the run for a village. We just found Bullshit. Ach du meine Fresse. Hier ist noch mehr Gold. Das will ich haben. Kommen Sie mal bei hier. Oh, wo es hier noch überall lang geht, du. Guck mal, da unten ist hell. Crazy. Da will ich hin, das klingt ja schon vielversprechend. Welche Ebene sind wir denn? Hoppla, 25. Naja, ist nicht mehr so weit. Bis zu den spannenden Nummern. Guten Tag. Dürfte ich mal eben nach dem Weg fragen? Jetzt hör doch auf, komm, machst du alles kaputt, ey. Jedes Mal dasselbe mit dir. Danger, Danger und so. Wollen wir ein bisschen Lava mitnehmen? Nee, ne? Blub, 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 blub. Burn, Baby, Burn. Das ist die Barbie Burn, ist das. Hui, hui, hui. Na, hier ist ja was los, hä? Wir hatten euch alle eingeladen. Wollen wir mal hier die Sache klarstellen, wer hier der Boss ist. So. Es sind noch Wassergeräusche da, aber längst kein Wasser mehr.
mein Schwert ist auch gleich. Et Arnus. Redstone, das können wir auch gut gebrauchen. Ja, könnten wir. Scheiß auf die Wolle. So. Oh, hier, Redstone, sofort alles stehen und liegen lassen. Nein, du das nicht! Scheiße! Da habe ich gesehen, dass was drunter ist, aber hier konnte ich das ja nicht ahnen. Ahnungslos. Oh, guck mal, wir können ein bisschen Inventar freimachen, indem wir einfach ein paar sinnlose Fackeln produzieren. Warum habe ich eigentlich die Angel mitgenommen? Weil ich tatsächlich dachte, es könnte ja was zum Angeln erscheinen. Hier stellt sich natürlich immer die Frage, ist hier zufällig, was ist für ein Layer hier? 12. Das ist ja so ein idealer Diamantenlayer eigentlich. Da kommt so ein bisschen Erde. Ob der Minecraft-Gott Notch uns hier wohl gnädig ist? Obwohl, muss man eigentlich noch Notch erwähnen? Ich meine, es ist ja Jab, mehr oder weniger hier am Start. Möge uns der Minecraft-Gott gnädig sein und Diamanten schenken. Ja, sieht wohl nicht so aus. Wäre ja auch zu schön gewesen. Was ist denn hier eigentlich? Och. Da schau doch mal her, du. Ein Höhlengeräusch. Ach, das brauchen wir alles nicht. Wie viel Uhr haben wir denn? Oh, mitten in der Nacht. Wir machen mal einen kurzen Cut. Wollen wir schlafen? Wir gehen ein Stück hoch und knacken irgendwo. Ja, hoch. Da war ja wieder was. Wie komme ich eigentlich wieder raus? Oh mein Gott, ich kam von hier. So far I remember. Ach ja. Den Rest habe ich vergessen. Ach, das ist jetzt auch da. I think, wir sind von hier gekommen. Genau, wir sind hier runtergefallen. Ich erinnere mich düster. Meine Fresse, bin ich so tief hier runtergelaufen? Genau, hier war eine kontrollierte Explosion. Draußen scheiß Wetter, kann das sein? Guten Tag. Moin, 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 Kamerad. Draußen wird schon wieder hell, wa? Oder was ist hier los? Ne, ist mitten in der Nacht. Gut, dann machen wir mal was anderes. Was machen wir denn? Ja, was denn hier? Ach komm, wir müssen hier uns mal kurz einbauen irgendwie. Wird schon irgendwie gehen, ne? Oder wir machen einfach einen Cut und spielen gleich weiter. Oder machen wir eine gute Nacht-Cut. Ach komm, wir machen einen guten Nacht-Cut. So, hierzu und was weiß ich jetzt? Hierzu. Reicht das? Ja, das reicht. Flupp, erstmal dunkel. Hängen wir mal erstmal eine Laterne auf. Laterne, Laterne. So, richten uns mal kurz im Bettle ein. Wieso kann ich das hier nicht setzen? Achso. Gute Nacht. Wie was? Nein!